Zukunftsplanung. Also ich möchte ja mit allerspätestens 23 Mama werden. Aber ich habe ja noch ganz viel Zeit bis dahin. Ich wusste, dass sie nicht die Erste ist. Oh nein. Erste Situation. Das dauert voll lange. Nicht schwanger! Wochenende. Sina. Es ist 16 Uhr. Du liegst immer noch im Bett. Guckst du Netflix? Rück mal ein Stück. Weihnachten. Maus, es ist Weihnachten! Wow, war der Weihnachtsmann schon da? Ey, Sena, steh auf, es ist Weihnachten! Es ist in 5 Stunden immer noch, okay? Wer weiß, ob meine Geschenke mir dann auch da sind. Pizza bestellen. Kannst du vielleicht kurz die Pizza bestellen? Pizza Service, Luigi. Mama! Bestell du mal! Du, Sina? Ja? Kannst du Pizza bestellen? Das ist voll die gute Idee. Willst du Käse im Rand? Ich will Käse im Rand. Sehr gut. Nice. Okay, kommt in 30 Minuten. Boah. Okay. Eigentlich müssten wir wieder das Haus verlassen, oder? Wir müssen nie wieder das Haus verlassen. Ich liebe Smartphones. Musika. Sie stellt so manchen Unsinn an, weil sie was Besonderes kann. Alle Leute fragen dann, wer hat was hier ausgeheckt? Wer hat wen hier so erschreckt? Wisst ihr, wer dahinter steckt? Ene Mene, 1, 2, 3, Borstenstiel und Fliegerei. Komm herbei, Kartoffelbrei. Die Leute sollen staunend sehen, wie wir fliegen und uns drehen. Komm und lass uns alle wiedersehen. Hex. Schule. Na Schatz, wie war's in der Schule? Eins und eins ist 2. 2 Stunden liegt das fertig auf meinem Schreibtisch. Thank you.
Was tut man nicht alles für ein Video? Das Video ist übrigens in Zusammenarbeit mit Bibi Blocksberg entstanden. Falls ihr möchtet, könnt ihr euch gerne mal auf deren Kanal umgucken. Die haben da so krassen Hörspielkram und so. Ich höre mir das auch gerne mal an, bevor ich schlafen gehe. Es beruhigt so. Und es ist voll retro. Es erinnert mich an meine Kindheit. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich voll freuen. Wirklich. Wirklich. Das wäre awesome. Und fällt euch noch irgendwas ein, was früher definitiv anders war als heute? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde jetzt definitiv nochmal duschen gehen. Ich rieche nämlich nach Kaffeesahne-Bonbon. Und bevor ich es vergesse, ganz, ganz fettes Danke an Anna von der Comickiste, die mir so super mit der Kamera heute geholfen hat. Und an Elena, die auch hergehalten hat. Das ist meine WG. Wir sind die Awesome WG.